Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War. Entschuldigung. Mit Sparta. Wie ihr seht, wir haben jetzt quasi nur noch hier oben dann Galatien und hier Baktrien und hier unten noch ein bisschen. Und hier oben haben wir schon angefangen mit der Invasion. Da war eine ziemlich knappe Schlacht jetzt letztens. Aber wir haben es gewonnen und unsere Armee ist vollständig da geblieben. Muss sich halt jetzt noch heilen. Aber alles gut. Und jetzt schauen wir mal. Jetzt erklären wir mal den Galatern den Krieg. Ich bin sicher, ihr habt viele Nettigkeiten für mich. Aber so. Bitte lasst das. Sprecht von Fleisch, nicht von Honig. Okay, gut, also Sardes ist unser beider Verbündete, Rhodos hat er nicht, Knossos hat er nicht, Massilia hat er nicht, Pergamon hat er, Pontos hat er nicht, Seleukien hat er und Athen hat er. Ich bitte mal nicht um Beistand, weil wenn man um Beistand bittet, kann es sein, dass die Verbündeten dann nicht zusagen und dann bricht ihr automatisch das Bündnis, was eigentlich verblöd ist. Aber okay, mal schauen. Gut, unsere Krieger wurde schon unruhig. Euch die Kehle aufzuschneiden, wird ihr Langeweile ein Ende setzen. Interessant, interessant. Okay, also ich bin jetzt natürlich unverlässlich geworden, weil ich vorletzte Runde aus Versehen ihm zugestimmt habe bei Nicht-Angriffspakt, was sehr blöd ist. Okay, Main. Hier unten, die hatte ich nicht. Ägypten und Seleukiden sind denen beigetreten. Was ich verstehen kann. Weil Ägypten, Sardes und Galatien, Pergamon und Galatien, weil Ägypten, wenn die jetzt mit Galatien Stress anfangen, dann, also die sind mitten in Galatien so ungefähr, also von Galatien umringt. Klar hätten die zuerst sehr viel Trouble machen können. Aber ja, wäre wahrscheinlich nicht so klug gewesen. Seleukien kann ich noch viel mehr verstehen, weil die haben nur noch ein Reich. Also die haben nur eine Stadt. Und das ist halt heftig. Dass Pergamon nicht zusagt, ist auch klar, weil Pergamon ist groß genug. Und genau. Wer hat noch Zypern? Und Pontos, oder? Nee. Ach, egal. Auf jeden Fall ist es besser, als ich dachte. Jetzt können wir ganz Ägypten einnehmen, was sehr gut ist. Und wir hauen schon mal auf die Trommel. Oh. Nein! Ach, ich Depp. Ich wollte, ja, okay, im Kopf hatte ich ja schon, dass ich das vorbereitet habe, aber egal, dann lassen wir ihn die ersten Schritte. Genau. Dann kann er sich erstmal formieren. Wird dann hoffentlich schwerer. Wenn die dann alle Armeen Richtung, ja genau, das dachte ich mir. Aber das ist ja dann spannender. Das macht das Ganze ja spannend. Ah, genau, die, das sind die Chimera, oder? Hatte ich von Anfang an zum Feind, oder also nicht. Ach, da bist du, hä, wo warst denn du? Feind wurde zu einer Satrapie. Satrapie Bodini, Lehrmeister
Dieser Feind eurer Fraktion wurde zu einer Satrapie. Ihr müsst entweder bedingungslosen Frieden schließen oder den neuen Lehnsherr den Krieg erklären. Oh, Kacke. Wieso macht er eine Satrapie? Ah, das tatsächlich hatte ich auch noch nicht. Voll cool. Ja, ich schließe Frieden, weil mit Pontos Krieg zu machen, macht jetzt keinen Sinn. Und die Satrapie wird wahrscheinlich eh bald vernichtet werden. So. Germanische Konföderation. Rang erhöht, Rang erhöht. Nach Hause zurückgekehrt, Politiker. Kind des geborenen Sklaven entkommen. Okay. Warte, ich dachte, das mit den Sklaven entkommen wäre. Schlechte Nachricht. Schlechte Nachrichten, viele Sklaven sind geflohen und ziehen nun plündern, töten und Chaos stiften durch das Land. Ehrlich auf. Wieso? Meine Armee ist doch irgendwo in der Nähe, also nicht wirklich. Warte mal. Ich bin ja gerade sowas von verwirrt. Ich dachte, hier wäre jetzt die Seleukiden-Armee, die Syrakus-Armee durchgelaufen. Aber wurde es nicht, oder sind sie nicht? So. Gut, das war Streich Nummer 1. Streich Nummer 2 ist der da. Oh, Entschuldigung. Okay, also Pontos marschiert hier durch. Mhm. Budini. Nee. Okay. Jetzt sehe ich es erst. Also das finde ich ja zum Beispiel auch schade, dass man während solche Nachrichten kommen nicht sehen oder schauen kann, wo die sind, weil Budini ist jetzt hier. Und mit denen habe ich jetzt Frieden geschlossen. Gut, das ist jetzt ein bisschen madig. Aber ich geh mal hier hin. Hi. So, ein bisschen ausräubern und so weiter geht ja trotzdem. So, wie lange brauchst du noch? Zwei Runden? Zwei Runden, sehr gut. Ich gehe mal hier hin und fange an zu plündern. War ein Scherz, das mache ich natürlich nicht. Der hat eh kein Essen mehr gerade. Okay, da ist noch eine May. Okay, cool, cool. So. Wo sind gerade meine ganzen Armeen? Also, hier ist eine, die chillt. Genau, hier ist eine, da ist halt so eine Sicherung. Da ist eine, da ist der. Genau, der geht hier hin. Genau, die escortet mal ein bisschen.
ja, ja. Gut, nächste Runde. Nächste Runde muss der noch eine Einheit ausheben und dann gehen sie rüber. Okay, das war's. So, Galatien, bin mal gespannt, was du drauf hast. Mhm. Das dachte ich mir auch. Okay. Der sagte, ich habe keine Chance. Der hat sehr... Okay, galatische Legionäre sind gut. Adlige sind auch gut. Galatische Schwerter sind auch nicht schlecht. Die da sind... meh. Zwei, vier, sechs. Galatische Sperre. Puh. Aber wenn ich mich einbunker... Ich speichere mal. Ist halt eine komplett neue Armee, ne? Eine komplett frische Armee. Aber halt Rüstung und Waffe Stufe 3 ist halt auch nicht schlecht. Die haben eine Waffe Stufe 3 auch. Mhm. Aber nicht alle, okay. Aber die Hauptarmee hat die. Die Hauptarmee ist halt schon 3000 groß. Ist halt mehr als wir. Und dann... noch die. Ja, das wird eine heftige Schlacht. Ich werde mich ja in eine Ecke zurückziehen oder auf dem Hügel. Gibt's natürlich da nicht. Dann werde ich mich in diesen Tal da zurückziehen. Genau, hier werde ich mich zurückziehen. Oder da oben. Da hätte ich eine, also ein bisschen Schutz tatsächlich. Dann könnte ich hier die Pikiniere aufstellen. Ne, wir machen's oldschool und holen uns oder suchen uns eine freie Stelle. So, ja, ich mal andersrum. Es nähert sich feindliche Unterstützung. So. Wer ist das? 1, 2, 3 und dann hier 1, 2, 3. Die gehen hier hin, die zwei Schützen hier. Der da geht hier hin. Ja, wobei. Die gehen komplett hier hin. So, dann wollen wir mal schauen, wie ich das aushalten will. Aber Spartaner sind wirklich so in der Einigelungstaktik sind Spartaner schon top. Zu Befehl. Doppelte Geschwindigkeit. Da sind die schon echt top. Doppelte Geschwindigkeit.
So, wichtig ist, dass hier... Genau. Speerinfanterie zu euren Dienst. Dass die... Warte. Hier bitte auch. Bereit zum Einsatz. Königliche Spartaner. Speerinfanterie bereit. Spartanische Piken. Befehle. Befehle, Kommandant. Eure Befehle. Wie ihr so. Königliche Spartaner. Schnelles. Oh, ihr seid königlich, gell? Also ja, sind ja alle. Okay. Okay, so. Ich bin sehr, sehr gespannt. Königliche Spartaner! Die Speerkämpfer erwarten eure Befehle! Geschossinfanterie bereit! Ihr müsst ein bisschen... Boah. Seltsam. Aber okay. Gut, dann wollen wir mal kurz schauen, was da jetzt erstmal auf uns zukommt. Die Plänkler, Steinschleuderer. Die Steinschleuderer haben halt ein... Alter, hier die alle, ne? Die haben halt eine sehr, sehr hohe Reichweite. Das ist ein bisschen problematisch. Aber vor allen Dingen die Plänkler machen den meisten Schaden. Alter, wie das halt aussieht. Ja, da vorne einfach eine dunkle Masse. Für die muss das auch krass sein. So, hier einfach von da bis da. Sieht man hier schon ein bisschen? Ja, hier sieht man auch schon ein bisschen. Zeit hätten wir, nicht in meiner Einheit. Sieht schon krass aus. Okay. So, machen wir mal ein bisschen schneller. Warte mal, was ist das denn? Wie seid ihr denn aufgebaut? Oder aufgestellt? Die anderen passen. Ja, hier so, jetzt hat. Genau. Ja, hier drüben sieht man es auch schon. Ja. So, mal schauen, wann die rote Linie überschreiten. Gut, sie stürmen hin. Feuer frei, oder? Was sieht das krass aus? Warte mal. Hat er nee, noch nicht. Feuert auf den Feind!
Da muss ich halt dann aufpassen, dass die nicht hinterherlaufen. Interessant ist, dass der vor allen Dingen die meine Flanken angreift. Ist halt auch mega, mega schlau, ne? Oh Mann. So. Das ist sehr clever von ihm. Ist halt ja nicht so clever von ihm, dass er nicht meine Pikniere fokussiert. Unser General wird angegriffen. So, der fokussiert weiterhin da. Wow. So, die Bogenschützen machen schon knackigen Damage. Die machen schon knackigen Schaden. Kommst du dahin? Ja. Nicht so weit, nicht so weit, das reicht schon. Stopp und Feuer frei. Gibt's jemand, der wankt? Noch nicht wirklich. Du kannst doch hier auch rausschießen, ne? Ohne vorzugehen. Du kannst hier auch angreifen. Du nicht, ja, gerade so, aber lieber nicht. Ich glaube, ich fange mal an, langsam hier eine kleine Kurve zu machen. Also eine kleine Umkreisung, nenne ich es mal. So, nochmal schnell. Ach nett, jetzt können alle auf euch schießen.
Sehr gut. So, ihr geht jetzt hier hin. Hier. Nein. Okay, stopp. Stopp. Habe ich jetzt wieder abgebrochen, weil die kaum noch Munition haben. Wohin gehst du? So, ihr ballert jetzt mal hier rein. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Es sieht schon krass aus, also. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Ja, Kommandant! Schneiden Sie in Stücke! Jawohl! Die Speerkämpfer erwarten eure Befehle! Königliche Spartaner! So, jetzt greife ich mal an. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Ja, so, jetzt sind alle Pfeile weg, aber ich bin sehr gespannt, wie viel die vernichtet haben. Na los. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Die Zielsuche ist manchmal echt bescheuert. So, ja. Haben wir geschafft. Der war aber auch nicht so dumm wie üblich. So, hat tatsächlich nicht so lange gedauert, wie ich gedacht habe. Die Schlacht wendet sich zu unserem Gunsten. Und weg sind sie. Ja, naja, also bringen tut's nicht, weil die alle hier an die Seite gehen. Knapper Sieg fand ich gar nicht. 2-9 haben wir aufgestellt. 8 haben wir verloren. Also die ganzen Bogenschützen 2-7, 2-8, 1-9, 2-1 und also 2-5, 1-6, 2-7. Und also die 4, 4-5, 4-3, 2. Ja.
Ja, die da gar nicht so viel. Von ihm. Also 60, 60. 19, 40, 50, 4, 3. Also hier sieht man schon, dass ist schon ein bisschen anders. Gut. Der hat 5400 aufgestellt. Wir haben knapp 3000 aufgestellt. Der hat 4300 verloren und wir 800. Ja. Ich erwarte weitere Befehle. Ja, machen wir mal Rückzug. Ja, keine Ahnung, kämpfen wir mal. Ich glaube nicht, dass der so viel. Ja, wobei Speere auf dem Schiff sind, glaube ich, nicht ganz so. Sind, glaube ich, nicht ganz so krass wie. Wie Schwerter. Wieso greifst du nicht an? Du greifst mich doch an. Eines unserer Schiffe wird geentert. Ja, ich enter ihn. Unser General wird angegriffen. Ja, also. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Pani, ja, okay. War wahrscheinlich wirklich besser, dass er uns angreift und nicht andersrum. Aber selbst wenn, also. Ja, nun. Verluste 100 und ich 60, ja. Spannende Schlacht. Aber also bei so Late Game mag ich wirklich, wenn so wirklich große Schlachten entstehen. Oh, aha, da ist ja eine gute. So. Bei der Tier Challenge so eine Riesenschlacht zu schlagen ist halt, weiß nicht, ob das möglich ist. Wir haben die Seher zu Rate gezogen und sie haben nichts Gutes. Ja, weil ich unzuverlässig bin, ich weiß. Oder zweimal? Natürlicher Tod, Politiker beim ersten, warte. Okay. Ja, das war keiner von uns. Okay, gut. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Moment. Pikiniere, oder? Warte, 2, 4, 6, 7. 8. Ja, machen wir mal so. So, du plünderst jetzt. Du plünderst. So. Ja, aber bevor ich jetzt hier weitermache. Ja. Danke fürs Zuschauen, habe ich schon gesagt. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder, habe ich auch gesagt. Bis dann.